Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in New World. Heute geht's darum, dass wir mal die nächste Stufe hier in unserer Fraktion erreichen. Wir wollen den Verheerer machen. Also schalten wir den Verheerer mal frei. Ich habe hier gerade eben noch eine Handvoll Quests abgegeben. Und zack, war ich jetzt hier gerade bei Stufe 3. Verheerer, das müssen wir jetzt freischalten, dass wir das hier dann frei haben und dann im Anschluss auch auf die Items hier zugreifen können. Gucken wir mal eben jetzt ins Questlog. Da ist es auch schon. Reise nach Webermoor und schließe die Zerstörerprüfung ab. So, nachdem ich hier ein wenig rumgesucht habe, habe ich es dann auch endlich gefunden. Hier vorne haben wir es ja, das ist hier die Area hier, Webermoor. Und wir gehen da mal rein und wir sehen auch hier wieder Marodeur-Kommandant, die Zerstörerprüfung. Ich bin sehr gespannt. Die Area hier ist gekennzeichnet eben bis Stufe 40. Also hier haben wir schon ein bisschen stärkere Gegner. Ich mache mir auch für Socken und dann sehen wir uns gleich in Webermoor. Und wir haben es so langsam geschafft. Quer durch den Sumpf geschlagen. Sehr viele Untote da unterwegs. Und jetzt sind wir hier schon in der City. Und müssen jetzt in der City uns hier links halten. Gehen wir mal hier rüber. Puh, was ein Loch hier. Aber sehr, sehr geil, wie unterschiedlich dann doch die Städte gestaltet sind. Und die Bereiche. Anfangs war ja alles so schön heile Weltmäßig. Und jetzt sieht es hier schon ziemlich evil aus. Sei lieber vorsichtig, was du dir wünschst. Oha. Oha. Schließe die Aufgabe ab, um Folgendes zu erhalten. Aufgabe annehmen, empfohlene Stufe, Stufe 40. 8 Level über mir. Ja, und wenn wir jetzt reinschauen hier auf der Map unter Ziele. Hier kann man das ja immer schön auswählen, was man gerade hier markiert hat. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal die 3 nehmen, dann wird das direkt markiert. Oder so. Oder hier auf der 4, dann landen wir da drüben. Und hier auf der 1 steht es auch schon, Zerstörerprüfung. Das ist ziemlich praktisch, hatte ich jetzt vor kurzem auch erst entdeckt. Ja, und dann, wenn wir hier ranzoomen, ja, gehen wir da mal einfach hin. Ich glaube, so ganz weit ist es nicht, aber empfohlen steht auch dran, Stufe 40. Ich bin da schon ein bisschen gespannt, ob das was wird, ey. Level 32, fast 33 bin ich jetzt. Aber ich musste einfach durch. Webermoor. Alter Falter, ey. Was für eine Area. Ich sag es euch, ey. Was für eine Area. Dass sich die gelbe Fraktion da freiwillig hin verschlagen hat, ne? Sagt schon alles. So. Jetzt muss ich mich hier irgendwie ein bisschen durchkämpfen. Ich glaube, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Hier steht schon ein Zeltplatz. Ich glaube, das macht auch Sinn, immer wieder an solchen gefährlichen Punkten einfach mal das eigene Zelt wieder aufstellen als Speicherpunkt. Oder, oha, oder an einem anderen Zelt rasten und da den Speicherpunkt markieren. Leute, das sind ein paar heftige Gegner. 39er Gegner rennen hier überall rum. Das wird heftig. Aber ich glaube, die Aufgabe sagt, töte 10 von diesen verlorenen Phenton-Fehler. Und das sind exakt die, die hier so rumlungern. Ich würde sagen, das kriegen wir doch hin, oder? Attacke Vollgas. Wir gehen einfach mal rein hier. Und es sieht schon ganz gut aus. Wenn ich jetzt davon 10 Stück töten soll und das ist die gesamte Aufgabe. Huch! Wie geht das doch? Ich meine, da kriegt man doch hin. Das kriegt man doch hin. Na hier, wir machen hier immer schön 300er, 400er Damage. 500er auch mal zwischendurch. Guck mal hier. Zack, zack, zack. Lüb doch. Also, Schaden ist da. Was ist mit denen hier? Die zählen auch dazu. Dann nehmen wir auch die Geister noch mit. Alter, hallo, mein Freund.
Die machen wir mal schön hier auf Frost auch noch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt wird eng. So. Ei, ei, ei. Aber so muss das. So muss das. Die Action muss ja rein. Wir wollen ja hier auch ein bisschen was zu tun haben. Ich glaube, hier oben ist noch einer. Puh, rein da. Oh, der ist noch einen höher. Krass. Direkt hier erstmal ein bisschen looten. Oh, ich habe was verkauft. Ich habe schon gedacht, 95 Gold hier in der Kiste. Und rein da in den Aal. Zack, ausweichen. Gib ihm. Zack, ausweichen, auf heilen. Siehst du. Sollen die doch mal ankommen hier. 39er Mobs. Zack. Sehr schön. Kann sein, dass der unten schon wieder gleich ready ist, ne? Ich so, tatsächlich. Ich muss hier raus. So, schön auf Abstand. Leute, die so schießen, die sind mir immer nicht so ganz geheuer, ey. Siehste, geht auch. Was haben wir? 5 Stück? Die ersten 5 haben wir. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Vorteil muss ich natürlich sagen, auf Fernkampf, ne? Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn du hier im Nahkampf unterwegs bist und jedem Schuss oder Schlacht dem aus... Alter, 700er. Dem ausgeliefert bist, dann ist das... Pff, Alter, der Schaden ballert so gut rein, ne? Dann ist es, glaube ich, schwierig, ey. Aber in dem Levelbereich jetzt hier, ich bin Level 32, 39er platt machen, ist doch fair, ey. Gut, das ist natürlich jetzt richtig edel, ne? Wenn da einfach noch einer dabei ist. Und dann brauchen wir noch einen. Na, was plant er jetzt hier für Sachen? Okay, dann machen wir hier einen auf groß. Na, jetzt hauen die ab, wa? Jetzt sind die schon resettet. Alter, wie er drauf ist. Wie er drauf ist, der Dude. Jetzt kommen die gleich zu mir. Warte mal ab. Moment. Das waren die ersten 10. Das geht noch weiter. Kann das sein? Tatsächlich. Ich habe schon gedacht, das wäre aber auch ein bisschen zu lame gewesen. Weiter geht's. Alter, es ist so abgefahren hier, ne? Alles komplett vernebelt und so weiter. Ganz, ganz, ganz wilde Area hier. Ich renne ja gerade das erste Mal hier rum. Abgefahren, ey. Sehr, sehr cool. So, jetzt sind wir aber auch gleich schon wieder vor Ort. An der nächsten Stelle. Nee, doch noch nicht. Ein Stückchen weiter noch rüber. Okay, Leute, ich bin jetzt hier angekrabbelt gekommen. Durch den Sumpf. Hab mich hier die Mauer hochgezogen. An diesem Fluss kann man hier auf jeden Fall rauf. Sonst hätte ich hier den ganzen Weg draußen rumrennen müssen. Jetzt bin ich hier in dem Bereich. Hier rennen diese Gargoyles rum. Das ist gar nicht gut. Weil da sind sie. Okay, die sind nur 34. Gerade da hinten waren 40er. Und jetzt ist natürlich die Frage, was muss ich hier machen? Besiege Sumpfwasserverlorene. Und das sind sie hier. 37 auch nur. Das ist natürlich sehr angenehm. Da ballern wir jetzt natürlich schön drauf. Auch da wieder nur 10 Stück. Und ich glaube, von der Position aus hier hat man genug Platz, um auch nach hinten wieder ein bisschen auszuweichen. Sich die Mobs einfach schön Stück für Stück ranzupullen. Natürlich alles wieder Voraussetzung auf Entfernung. Beziehungsweise, wenn man die vielleicht einmal anschießt oder sowas. Es gibt ja genug Waffen, mit denen man eben auch auf Fernkampf gehen kann.
Zack, da haben wir den nächsten. Und wenn es auch nur das Ranpullen ist. Ja, hier gerade die mit den, diese Elite, die lassen wir mal aus. Ich habe zwar heute schon auch gegen verschiedenste Elite-Mobs gekämpft. Es ist schwierig. Es braucht einfach nur wesentlich länger. Und man muss eben noch mehr darauf aufpassen, dass man sich nicht schlagen lässt. Also schön immer auf die Ausdauer achten und so Sachen. Und auch dann kriegt man das natürlich hin. Den brauchen wir nicht, ne? Dann lassen wir den auch direkt weg. So, wie sieht das hier aus? Zwei Stück. Oh, da kommt noch einer. Okay, dann müssen wir jetzt auf Frost gehen. Dann versuchen wir mal hier die drei Stück. Fängt ja schon gut an. Direkt erstmal geschlagen worden. So. Und drauf, drauf, drauf. Und immer fester drauf. Seht ihr mal, geht er. Ist schon fast out. Frost auch schon wieder ready. Zack. Siehst du mal. Ich gehe gleich nochmal im Detail auf meine Items ein, was ich gerade trage, wie ich geskillt bin, dass man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann. Ich bin, wie gesagt, mit dem Schaden gerade extrem zufrieden. So, das war der letzte. Gucken wir mal eben rein hier in die Quest. Zerstörungsquest. Jetzt sind wir da. Also einmal querbeet durch die ganzen Sumpfgebiete. Das heißt, wir rennen wieder zurück ganz nach unten. Da sind wir ja gerade reingekommen. Und da rennen wir jetzt wieder hin. Ei, 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 ei. Was für eine Rennerei, sage ich euch. Aber ich glaube, ich bin gleich da. Ja, es sieht gut aus. Man kann tatsächlich über diese kaputte Brücke kann man rüberrennen, durchrennen an den ganzen Skeletten vorbei. Das klappt ganz gut. Guck mal hier, die sind sogar nur Level 33 hier in dem Bereich. Schauen wir mal, was wir jetzt hier gleich töten müssen. Und ob wir gleich auch noch einen finalen großen Boss vor uns haben. Das wäre es natürlich. Also, wir sind jetzt hier. Und hier heißt die Aufgabe Sulmor Verlorene. Also, auch da wieder 10 Stück töten. Und da sehen wir auch schon die Opfer. Und die kriegen richtig schön einen von Latz. 600er, 500er Damage ballert da rein. Das ist natürlich übelst angenehm. Ey, die sind aber schmutzig, ey. Ey, der zählt auch mit dazu. Das ist aber nett. Aber da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Gerade er kann halt diesen, genau diesen hier machen. Ei, ei, ei. Und solche schweren Angriffe, die halte ich halt nicht so viele von aus, ne? Na komm. Zack, 33, sehr schön. So, was haben wir? 3 Stück haben wir schon. Ja, guck mal. Also wie gesagt, der Schaden ist da, der Schaden ist echt gut. Bin ich sehr mit zufrieden zurzeit. Ich habe eine 32er Waffe, die ich trage. Also auf meinem Level, beziehungsweise gerade eben noch genau auf dem Level gewesen. Und noch einen fetten Jam mit drin, also gesockelt. So, das ballert doch alles gut rein. 792. Aus dem Hinterhalt. Wenn das im PvP mal so wäre, wa? Oh, der ist aber agil, der Lümmel. Nicht schlecht. Und da haben wir noch einen. Zack. Und doch, der hat wohl gezählt. War bloß nicht markiert. Also, das sind sie. 10 Stück erledigt. Ich stelle mich mal ein bisschen hier zur Seite. Und wir gucken nochmal hier auf Ziele. Und wir müssen zurück. Oh, das sieht auch gut aus. Wir müssen zurück. Wir sind zurück in der City.
da vorne ist die Chefin hier von den Marodeuren. Also schnacken wir sie mal an. Belohnung für den Abschluss. Und damit haben wir das doch erledigt. Und da ist er, der Verheerer ist freigeschaltet. Sehr schön. Also, ging doch an für sich auch relativ schnell. Das heißt, wir können auch hier jetzt die besseren Taschen dann demnächst herstellen und sowas alles. Sehr, sehr gut. Ab Zerstörer wird es dann natürlich nochmal richtig interessant. Aber da haben wir ja dann mit Level 53 haben wir dann natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Level 40er Items hier zum Teil drin. Sehr, sehr schön. Ja, gucken wir nochmal kurz rein auf die Klamottis, die ich so trage. Es sind relativ aktuelle Sachen, die natürlich komplett auf Intelligenz bzw. dann Konzentration natürlich als für den Heilstab geskillt sind. Können wir mal eben durchgehen. Dazu kommen natürlich dann eben auch zum Teil noch wirklich praktische passive Fähigkeiten. Zum Beispiel hier auf den Schuhen. Die werde ich höchstwahrscheinlich noch ein bisschen länger tragen. Verringert alle Eisabklingzeiten bei einem Todesstoß um 48%. Ist natürlich super praktisch, gerade wenn man so einen Massenpull macht. Hat da 5, 6 Mobs in dieser Eisfläche drin. Und die sterben Stück für Stück, dass man einfach schneller wieder neu diese Eisfläche wirken kann. Absolut wichtig und genau das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Also mit den Eishandschuhen, Eisstulpen renne ich gerade rum. Auch da Int und Konzentration drauf. Ich habe mir da einen fetten Jam drauf gekloppt, einen dicken Edelstein, der 40% des Schadens in Naturschaden umwandelt. Denn ich mache ja hier Naturschaden die ganze Zeit mit dem Heilstab. Und hier habe ich mir dann auch nochmal einen fetten Edelstein da nochmal drauf gemacht, einen geschliffenen, plus 12% Schaden und geleistete Heilung bei voller Gesundheit. Das heißt, auch da ballert das nochmal richtig schön rein mit dem Schadensbuff. Ja, im Großen und Ganzen bin ich damit sehr zufrieden. So von all dem, was ich bisher so habe, passt das ganz gut. Stahlwerkzeug mittlerweile auch freigeschaltet. Auch das absolut lohnenswert. Sollte man auf jeden Fall mal in Angriff nehmen, wenn man es noch nicht hat. Gerade eben mit diesen Zusatzfertigkeiten, dass man ein bisschen mehr abbaut oder dass man am Ende vielleicht noch etwas Azot extra bekommt. So, soweit so gut. Verheerer ist erledigt. Wenn ihr das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, dienstags, donnerstags und sonntags. Bis dahin, tschüss.